Stadtland Plus Geschichten ist eine Dokumentarfilmsammlung, in der wir jeweils die Geschichte von Menschen hier aus der Region zeigen. Wir versuchen, Dinge sichtbar zu machen, die bei einer oberflächlichen Betrachtung oder Begegnung mit unseren Protagonisten jetzt nicht zu sehen oder zu hören wären. Man spricht eine Paragliderin oder einen Barkeeper oder einen Filmvorführer nicht darauf an, was sie so über ihren Beruf oder über das Leben denken. Und wir tun das. Die Filme sind alle hier gedreht worden am Studiengang Online-Medien an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg-Mosbach. Wir haben hier einmal im Jahr ein Dokumentarfilmseminar. Das wird geleitet von Alexander Kleider und Daniela Michel von der DOCWERK Filmkooperative in Köln. Und wenn man sich in Deutschland umschaut, eigentlich ist das, ich würde sagen, es ist ein europäisches Phänomen um die Städte herum, dann bemerkt man, dass überall die Dinge beginnen ähnlich zu werden. Bei uns gibt es das schöne Wort Gewerbemischgebiet dafür. Das sind Areale, in denen man eigentlich nicht genau weiß, wo man überhaupt ist. Also man weiß, da ist jetzt der Baumarkt und dann sind da Discounter oder es gibt Verkaufstempel von Automarken. Die sehen aber überall gleich aus. Es gibt da keine erkennbare Kultur oder kein erkennbares, ich kann mich selber nicht dazu in Beziehung setzen, was ich da sehe. Wir dozieren mittlerweile seit mehreren Jahren Film an der DHBW Mosbach im Studiengang Online-Medien. Und mittlerweile sind so viele schöne kurze Dokumentarfilme entstanden, dass Professor Thomas Wirth die Idee hatte, dafür eine Plattform im Internet zu erschaffen. Ja, bei den Filmen handelt es sich durchweg um Porträts von Menschen rund um Mosbach und in Mosbach. Und die Idee war eben, eine Synthese aus Web und Film zu schaffen, um einem größeren Publikum die Filme auf eine längere Zeit zugänglich zu machen. Das Schöne am Dokumentarfilm ist, dass man den Menschen auf eine ganz neue Art und Weise näher kommt. Man erfährt Geschichten, die man unter normalen Umständen niemals erfahren würde. Das Medium Film ist natürlich ein sehr umfassendes Medium, wo es auf ganz viele verschiedene Dinge ankommt, von der Kamera bis zum Schnitt, von der Dramaturgie bis zur letztendlich Menschenkenntnis. Man muss recherchieren, man muss Menschen hinterfragen, Situationen lesen können. Es ist so umfassend, dass ich glaube, dass das auch ein Grund ist für die Faszination, die Film eben bei den Menschen und auch bei den Studenten hat. Kameramann. Ich bin der Aufnahmeleiter. Ich mach Ton. Ich mach Licht. Ja, unsere nebenberufliche Arbeit als Dozenten hier, als Filmdozenten, ist sehr spannend und wir kriegen auch hier auch ganz viel Input mit von den Studenten. Für die ist es neu. Es ist hier immer das erste Seminar für die Studenten, wo sie Film lernen zum ersten Mal. Und natürlich die Erfahrungen, die da gemacht werden, sind natürlich sehr spannend für die Studenten, sich zum ersten Mal mit dem Medium so intensiv auseinanderzusetzen. Filmarbeit bedeutet Teamarbeit. Ich bin für Regie und Kamera zuständig und Daniela ist für Regie und Schnitt verantwortlich. Genau. Schwenk mal rüber zu ihr. Ja, in dem Schnitt werden dann die einzelnen Teile zusammengefügt, wie bei einem Puzzle. Dabei erkennt man oft eine zweite Ebene. Es handelt sich ja um Porträts und man lernt die porträtierten Personen dadurch besser kennen. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung für die Studenten, denke ich. Es ist meistens hier in einer Kleinstadt zum Beispiel so, dass man Gerüchte oder Geschwätz hört oder... Oder man hat einen Bekannten, der wiederum einen kennt und dann denkt man sich, das könnte vielleicht interessant sein. Ja, und dann fährt man eben mal hin und fragt mal nach. In den Filmen gibt es ziemlich viele verschiedene Persönlichkeiten und das sind zum Beispiel Sportler oder Musiker oder solche Menschen, die sich irgendwie persönlich engagieren. Oder die haben auch ein interessantes Hobby oder einen interessanten Beruf. Und das Tolle daran ist eigentlich so, dass man die Menschen oder solche Menschen überall auf der Welt finden kann.
erfährt was über Menschen, die man sonst nie im Leben treffen würde. Das sind Lebensgeschichten, die sonst eigentlich im Verborgenen bleiben würden. Und man erfährt erst durch die Filme, was für besondere Persönlichkeiten mit einem in einer Stadt wohnen. Wir erzählen Geschichten über Menschen, denen man eigentlich ganz alltäglich auf der Straße begegnen kann. Und wir sind hier auch in einer Region, wo man sagen würde, das ist eigentlich keine besondere Region. Es ist eher etwas ländlich oder langweilig, mag es vielleicht wirken. Das ist aber beides natürlich nicht der Fall. Sowohl die Menschen sind interessant, wenn man sie nur richtig beobachtet oder fragt oder sie begleitet in dem, was sie tun. Und die Region ist natürlich genauso interessant. Beides in Kombination liefert eigentlich sehr schöne, interessante Geschichten, und die erzählen wir. Das Projekt Stadt-Land-Fluss-Geschichten versucht, dieser Globalisierung etwas entgegenzusetzen. Man könnte vielleicht sagen, es ist sowas wie eine Relokalisierung oder ein lokalisierendes Projekt, das den Menschen, die die Geschichten sehen und natürlich uns auch, klar macht, wo man sich eigentlich befindet, was das für eine Region ist, was hier für Menschen leben. Und ganz wichtig dabei, dass wir versuchen, die Art, wie wir beobachten, wie wir erzählen, dass wir versuchen, eben nicht voyeuristisch zu sein und die Menschen irgendwie auszubeuten für unsere Zwecke, sondern wir versuchen immer, einen positiven Blick auf die Dinge zu haben und wertschätzend zu sein. Ich mach Pause. Und jetzt nochmal und hau dir mal so eine Handvoll Popcorn an, dann nachdem du es gesagt hast. Ey, mach eine Nahe von meinem Mund, wo ich mir so eine Handvoll Popcorn. Nee, man muss die Hand zählen, wie sie kommt. Nee, mach Nahe vom Mund, ja, wo ich Popcorn. Zweimal dann. Okay.